Ja, vielen Dank. Ich wäre sehr geneigt, jetzt den Ball aufzunehmen und mich gleich mit der Frage zu beschäftigen, warum das eigentlich alles so ist. Warum zum Beispiel das Urheberrecht offensichtlich jedenfalls von der Politik als alles überstrahlender Wert angesehen wird, der jegliches Gemeinwohlinteresse offensichtlich eliminiert, wie man ja an der Public-Sector-Richtlinie wieder mal sieht. Und es gibt da noch so ein paar andere Grundsätze, die überaus erstaunlich sind, aber ich wurde ja gebeten, hier konkreter auf die Fragen von Massendigitalisierungsverfahren und den möglichen Lösungen einzugehen, und das will ich dann auch tun. Der Gesangswettbewerb ist gerade vorbei, sonst hätte ich mich da vielleicht noch angeschlossen, aber das wollte ich Ihnen dann vielleicht auch ersparen. Wir haben ja sehr viel schon darüber gehört, wo das Problem liegt. Im Prinzip liegt es auf der Hand. Wenn ich Hunderttausende von Einzelrechten klären muss, dann wird das nicht funktionieren. Frau Asmus hat das vorhin sehr deutlich gemacht und dargestellt. Das kennen Sie ja alle aus der Praxis. Dennoch ist es so, dass der Grundsatz im Urheberrecht ist, die Rechte müssen individuell geklärt werden. Alles andere ist eine Ausnahme. Alles andere weicht vom Grundsatz ab. Das heißt, der Urheber oder der sonstige Rechteinhaber hat die Rechte, und wenn ich die haben will, dann muss ich zu dem gehen und mir die holen. Was natürlich diametral entgegensteht, diesem Prinzip der Massennutzung, wo in sehr großem Maße Werke verwendet werden. Interessant daran ist, finde ich, dass bis heute jedenfalls in der Politik die einhellige Meinung zu bestehen scheint, dass der individuelle Rechteerwerb für die Rechteinhaber immer die bessere Lösung ist. Oder in der Regel die bessere Lösung ist. Immer wenn man nämlich darauf hinweist, dass man davon abweichen möchte, auf politischer Ebene insbesondere, dann wird gesagt, das wäre aber eine Einschränkung der Urheberrechte. Das wäre ja schlecht. Fakt ist ja, wie Sie es vorhin dargestellt haben, wenn es nicht funktioniert mit der Individualrechteklärung, dann erfolgt keine Nutzung. Und da möchte ich gerne wissen, welchem Urheber und welchem Rechteinhaber es nützt, wenn nicht genutzt wird. Ja? Die ganzen Methoden der kollektiven Rechtewahrnehmung, die ja nicht neu sind, die ganzen Prinzipien, auf denen die basieren, die sollen ja dahin führen, dass man vereinfacht nutzen kann, aber nicht, dass alles frei ist und man machen kann, was man will, sondern es geht in aller Regel darum, dass genutzt wird und dafür gezahlt wird. Das heißt, es wird nur von der Notwendigkeit enthoben, im Einzelfall individuelle Rechte zu klären. Es soll aber bezahlt werden, und im Prinzip ist das auch, was die allermeisten Kreativschaffenden und eben auch die Kreativwirtschaft interessiert. Sie wollen dafür bezahlt werden, wenn ihre Werke genutzt werden. Insofern können Methoden der kollektiven Rechtewahrnehmung oder sonstige immer gerne als Einschränkungen des Rechts bezeichnete Mechanismen deutlich besser funktionieren. Möglicherweise liegt darin die Zukunft des Urheberrechts, sich von dieser Idee als Grundsatz die Individualtransaktionen abzuwenden und zu sagen, der Grundsatz ist vielleicht die kollektive Transaktion oder der einfache Rechteerwerb oder die Nutzung ohne Erlaubnis, und es wird eben genau umgedreht gemacht. Es gibt schon seit langer Zeit Prinzipien, wie man Massennutzung vereinfacht legalisieren kann, also wie man leichter an die Rechte kommt als nach dem Individualrechteerwerbsprinzip. Und davon will ich Ihnen vier vorstellen, damit Sie sich mal eine Vorstellung machen können, wie das funktioniert. Ich glaube, das verstehen ansonsten nur Urheberrechtler. Ich hoffe, dass es mir gelingt, das auch zu vermitteln. Es gibt zum einen Zwangslizenzen. Das hat vielleicht auch jeder schon mal gehört. Eine Zwangslizenz bedeutet, dass derjenige, der die Rechte hat, gesetzlich verpflichtet wird, jedem, der kommt und sagt, ich möchte die Rechte haben, eine Lizenz zu angemessenen Bedingungen einräumt. Das ist die erste Möglichkeit, was schon mal heißt, wenn ich jetzt als Europäer irgendwo hingehe und sage, ich möchte halt dieses oder jenes machen und ich bin im Bereich einer Zwangslizenz, dann kann niemand mehr Nein sagen. Ja, das ist das Erste, was man machen kann. Dann gibt es die gesetzliche Lizenz. Das bedeutet, das sind die schon vielfach angesprochenen Schrankenbestimmungen, das bedeutet, dass das Gesetz die Nutzung erlaubt und dafür in aller Regel eine Vergütung bezahlt wird, die aber wiederum nicht individuell an jeden einzelnen Rechteinhaber, sondern an Verwertungsgesellschaften bezahlt werden. Es gibt zudem die Verwertungsgesellschaftspflicht. Das bedeutet, dass bestimmte Nutzungsrechte, die eigentlich vom Urheber selbst geltend gemacht werden können, nur von einer Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden können. Das heißt, die sind verpflichtend, liegen verpflichtend in der Wahrnehmungsbefugnis einer Verwertungsgesellschaft, die wiederum an bestimmte Rahmenbedingungen gebunden ist.
Wenn das nicht so ist und ich bin der Urheber und ich habe diese Rechte, dann kann ich, wenn 5 Leute bei mir anklopfen und fragen, darf ich dein Werk auf diese oder jene Art benutzen, kann ich sagen, du darfst nicht, du darfst, du darfst nicht. Du zahlst 10 Euro, du 500.000, du 3 Euro die, und du darfst ja sowieso nicht. Das ist also meine völlig freie Entscheidung, was ich da mache. Verwertungsgesellschaften können das nicht. Die unterliegen Prinzipien, das ist zum einen der Wahrnehmungszwang. Das heißt, wenn ich Rechteinhaber bin und will von der VG Wort wahrgenommen werden, dann kann ich da hingehen und die können nicht sagen, ich nehme deine Rechte nicht wahr. Wahrnehmungszwang nennt man das. Die haben eine einheitliche Tarifstruktur, was bedeutet, jeder Nutzer kriegt zu gleichen Bedingungen die Rechte. Also nichts mit, du zahlst 500 und du 3.000 Euro. Es gibt gewisse Transparenzregelungen, die noch gelinde gesagt unterentwickelt sind, da ist die EU gerade dran. Und es gibt auch den Abschlusszwang, das ist dann die andere Ebene, wenn ein Nutzer kommt, dann kann die Verwertungsgesellschaft nicht sagen, du kriegst aber keine Rechte. Das heißt, die Verwertungsgesellschaftspflicht ist in vielerlei Hinsicht eine erhebliche Erleichterung gegenüber dem Prinzip der individuellen Wahrnehmung. Und dann gibt es noch etwas ganz modern, fancy klingendes, neudeutsch genannt, Extended Collective Licensing, ECL. Das bedeutet, das normale Prinzip ist, eine Verwertungsgesellschaft kann nur für diejenigen Rechteinhaber tätig werden, die bei ihr Mitglied sind, also die ihre Rechte in die Verwertungsgesellschaft eingebracht haben. Im Urheberrecht ist das so, Rechte werden immer von einer Hand sozusagen zur anderen weitergereicht. Wenn 5 Leute in der Kette sind und der dritte hat die Rechte nicht bekommen, dann kann der 5. keine Rechte vergeben und der 4. auch nicht. Weil die müssen immer von einer Stufe zur nächsten gehen. Genauso ist es bei Verwertungsgesellschaften. Sie können keine Rechte wahrnehmen, die ihnen der Rechteinhaber nicht eingeräumt hat vorher. Beim Extended Collective Licensing wird das Prinzip in seiner Absolutheit aufgelöst. Und es wird gesagt, es wird vermutet, wie Frau Asmus vorhin beschrieben hat, für vergriffene Werke gibt es jetzt in Deutschland so eine Regelung, es wird vermutet, dass die Zuständige für diese Art Rechteinhaber, zum Beispiel für die Journalisten oder für die Autoren, diese Verwertungsgesellschaft die Rechte aller wahrnehmen kann, die eben diese Tätigkeit durchführen. In Bezug auf die vergriffenen Werke heißt das, es wird vermutet, dass die VG Wort alle Rechte an vergriffenen Werken hat, ja, und selbst in den Fällen, wo die Autoren bei der VG Wort gar nicht Mitglied sind, sie also eigentlich gar keine Rechte kriegen könnte oder vergeben könnte, wird halt fingiert, dass sie diese Rechte vergeben kann. Im Prinzip ist das sowas Ähnliches wie die Verwertungsgesellschaftspflicht, hat jedenfalls ähnliche Effekte mit einem großen Unterschied. Dieses Extended Collective Licensing Modell geht in aller Regel einher mit einer Ausstiegsmöglichkeit, einer Opt-out-Möglichkeit. Auch so bei der Regelung über vergriffene Werke in Deutschland. Wenn ein Autor sagt, ich möchte das aber nicht, dann kann er seine Rechte wieder rausziehen. Ja, und daran sieht man zum Beispiel den Unterschied zur Verwertungsgesellschaftspflicht. Ich kann das mal erklären, ist relativ kompliziert. Verwertungsgesellschaftspflicht bedeutet, jemand, der nicht in der Verwertungsgesellschaft ist, ja, seine Rechte also nicht wahrnehmen lässt durch eine Verwertungsgesellschaft, kann gegen den Nutzer nichts tun. Der kann ihm das nicht verbieten, weil nur eine Verwertungsgesellschaft die Rechte wahrnehmen kann. Das heißt im Prinzip, ich kriege alle Rechte bei einer Verwertungsgesellschaft oder mehreren Verwertungsgesellschaften und das ist beim ECL nicht garantiert, weil es eben diese Außenseiter geben kann, die ihre Rechte wieder aus der Verwertungsgesellschaft, aus dieser Vermutung rausziehen können. Zudem gibt es noch Kombinationen von diesen verschiedenen Modellen. Es gibt letztlich noch eine weitere Möglichkeit, um die sich keiner jetzt im Moment so wirklich Gedanken macht, nämlich eine Möglichkeit, das den Erhalt des kulturellen Erbes extrem zu erleichtern und zu fördern. Das ist eine drastische Reduzierung der Schutzdauer. Ja, wir haben es ja vorhin gehört, die Schutzdauer ist üblicherweise, sagen wir mal, 100 Jahre plus, 70 Jahre Postmortem Auctoris. Je nachdem, wie lange dieser Mensch noch lebt, kann das sehr lange sein. Und dadurch ergibt sich eben zum Beispiel in der Europeana der Gap von über 100 Jahren, wo halt nichts da ist. Ja? Die ganzen Sachen davor sind da. Die ganzen anderen Sachen, könnte man ketzerisch sagen, sind ja sowieso im Internet, aber eben nicht bei der Europeana. Also es gibt immer diesen Gap. Und wenn man sagen würde, die Schutzdauer beträgt nur 5 Jahre, dann hätte man das Problem natürlich nicht. Aber das ist eine andere Diskussion. Zu den einzelnen Optionen, den Rechteerwerb zu ermöglichen. Die haben Vor- und Nachteile.
wechselseitig. Das ist alles gar nicht so einfach zu beurteilen, was die bessere Lösung ist. Jedenfalls kann man sagen, alle Lösungen, also zum Beispiel die Zwangslizenz oder auch diese Extended Collective Licensing-Geschichten, bedeuten für den Nutzer, dass bevor er anfangen kann zu nutzen, zum Beispiel bevor das Archiv digitalisieren und online stellen darf, wenn das denn davon abgedeckt ist, einen Vertrag abschließen muss. Er muss Rechte einholen. Diese Lösungen entheben einen nicht von der Pflicht, die Rechte zu klären. Man muss diese Rechte vorher einholen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, in dem Moment, bevor man sich nicht geeinigt hat, entweder mit einer Verwertungsgesellschaft oder wie bei der Zwangslizenz mit einem Rechteinhaber, darf man nicht nutzen. Die einzige Lösung, die das ermöglicht, ist die gesetzliche Lizenz. Weil da kommen die Rechte ja nicht vom Rechteinhaber, sondern aus dem Gesetz. Wie zum Beispiel die Privatkopie. Die Privatkopie sagt, man darf zu privaten Zwecken Kopien anfertigen. Das heißt, ich darf das. Ja? Und zwar vom Gesetz her, ich muss nicht irgendwo hingehen und einen Vertrag abschließen. Genau das ist Sinn und Zweck der Sache. Ein Unterschied besteht zudem im Umfang der Rechte. Wenn im Gesetz stehen würde, dass Archive befugt sind, zur Erfüllung ihres öffentlichen Auftrags das kulturelle Erbe zu kopieren, also vervielfältigen und damit zu erhalten und in irgendeiner Art und Weise zugänglich zu machen, dann erfasst das alle damit involvierten Rechte an allen Inhalten. Es sei denn, man schränkt diese Regelung wieder tausendfach ein. Ja, das bedeutet, ich brauche mich nicht weiter darum zu kümmern, wer hat die Rechte, bei wie vielen verschiedenen Rechteinhabern liegen. Die gesetzliche Lizenz ist im Prinzip, deckt das alles ab, was man braucht, weil sie ja darauf abzielt, nicht irgendwie einzelnen Rechteinhabern etwas recht zu machen oder Nutzern in ganz speziellen Fällen, sondern sie dient eben eine Nutzungshandlung, von der man glaubt, dass sie wichtig ist, zu ermöglichen. Und deshalb kann sie einen erheblichen Vereinfachungseffekt haben. Das ist bei Verwertungsgesellschaftspflichten beispielsweise oder bei Extended Collective Licensing keineswegs zwingend der Fall, weil es kann mehrere Verwertungsgesellschaften geben. Nehmen wir mal Filme oder Musik. Ja, wenn ich als Archiv Musik online stellen will und es gäbe eine Regelung, die sagen würde, all diese Rechte können nur durch Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden, dann müsste ich auf jeden Fall aus deutscher Sicht bei der GEMA vorsprechen und bei Herrn Gerlach, damit ich eben die Tonträgerherstellerrechte, die Rechte der ausübenden Künstler, also der Interpreten und die Rechte der Musikurheber, der Komponisten und der Textdichter bekommen kann. Zudem ist es natürlich noch so, gerade bei transnationalen Nutzungen, das ist im Moment das größte Problem, das Hauptproblem, ich muss die Rechte nicht nur bei der GEMA und bei der GVL mir besorgen, wenn ich in Europa meinetwegen diese Sachen zugänglich machen will, sondern ich muss eben zu sehr vielen nationalen Verwertungsgesellschaften gehen. Das führt im Prinzip letztlich zu dem Punkt, dass jede dieser Lösungen im Prinzip nur Sinn macht, wenn man sie zumindest auf europäischer Ebene implementiert. Das sieht man relativ deutlich bei nationalen Einzelgängen. Selbst wenn der deutsche Gesetzgeber sich jetzt dafür entscheiden würde, eine Verwertungsgesellschaftspflicht für bestimmte Arten von archivarischen Nutzungshandlungen, die auch darauf abzielen, dass man eben online gehen kann mit dem Material, einzuführen, dann würde das noch nicht bedeuten, dass eben die deutsche Kinemathek irgendwelche Filme online stellen könnte. Das würde bedeuten, dass sie sozusagen das Prinzip des Internets genau umdrehen müsste und per Geoblocking sämtliche Staaten der Welt außer Deutschland vom Zugang auszuschalten, ja, also durch technische Maßnahmen, was durchaus möglich ist. Was aber die Frage aufwirft, wenn ich dann jetzt als deutscher Staatsbürger beispielsweise in die USA ziehe, warum kann ich dann nicht mehr auf das deutsche Kulturerbe zurückgreifen? Und warum kann man Kultur eigentlich nicht mit den großartigen Mitteln des Netzes international bekannt machen, zum Beispiel wenn es um die Kultur sehr, sehr kleiner Länder geht, sondern muss sich in dieser Geoblocking-Blase bewegen? Das macht im Prinzip überhaupt keinen Sinn. Kultur ist keine regionale Angelegenheit. Ich würde sagen, letztlich sind Schrankenbestimmungen, das kann auch Fair Use sein, wir haben sowas nicht in Europa, aber das ist im Prinzip der Weg, wie man sowas angehen sollte. Man hat es ja versucht, in der verwaisten Werke-Richtlinie das auch zu tun, da wird es jedenfalls offen gelassen, man kann eine Schrankenregelung machen.
weil sie eben bestimmte Vorteile haben gegenüber den Verwertungsgesellschaftspflichten und anderen Lösungen. Dagegen wird in der Regel vorgebracht, dass man für eine neue Schrankenregelung in Deutschland beispielsweise das EU-Recht ändern müsste. Herr Dreyer hat es ja angesprochen, man müsste die Information Society Directive ändern, damit in Deutschland so eine Regelung eingeführt werden könnte, jedenfalls wenn dann bestimmte Sachen auch online genutzt werden können, weil so eine gibt es eben nicht. Und die EU-Richtlinie sagt, man darf nur die Regeln haben, die hier drin enthalten sind. Aber wie ich bereits gesagt habe, rein nationale Lösungen werden im Zweifel sowieso nichts bringen. Das heißt, im Zweifel muss man auf europäischer Ebene aktiv werden, damit man hier sinnvolle Lösungen findet. Und das bringt mich zu meiner abschließenden Bemerkung. Ganz gleich, was für eine Lösung man nachher findet, man muss unheimlich aufpassen, dass das, was eigentlich sinnvoll wäre, nicht im politischen Prozess komplett zerrieben wird, sodass nachher ein Kompromiss im Endeffekt dann gemacht wird, der so wenig übrig lässt von der eigentlichen Idee, dass es nachher zu nichts mehr nütze ist. Ich finde, die verwaiste Werke-Regelungen sind ein beredtes Beispiel davon. Wir können ja die versammelten Archivare, Bibliothekare mal fragen, was ihnen das jetzt so wirklich bringt. Wir haben es ja von Ihnen vorhin schon gehört, dass es nicht so wahnsinnig doll ist. Es ist klar, dass politische Aushandlungsprozesse in aller Regel in Kompromissen enden, aber es ist meines Erachtens keineswegs klar, dass politische Aushandlungsprozesse im Urheberrechtsbereich immer in Kompromissen enden, die nur den Rechteinhabern nützen und nicht den Nutzern und nicht der Allgemeinheit. Und das ist nun mal leider bisher so, und da würde ich jetzt alle dann wieder aufrufen wollen, wenn nicht die Leute, die in diesem Sektor arbeiten, sich dafür stark machen, dann wird sich das auch niemals ändern. Ja, das Lobbygerange in Brüssel ist noch extremer als das in Berlin. Das will was heißen, und wenn man nicht da wirklich massiv auftritt und sagt, dann macht lieber, also entweder ihr macht eine richtige Regelung oder gar keine, so ungefähr, dann wird sich da nie irgendwas dran ändern. Das ist genau der Grund, warum wir jetzt hier schon seit Jahren immer wieder über diese Fragen diskutieren. Bisher ist es einfach so, dass die Stärkeren immer auf der anderen Seite sind und das Allgemeinwohl darüber eben zu kurz kommt. Vielen Dank.